Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Es bleiben noch Fragen über den Orden der erwachenden Flamme, kleine Sterbliche. Und die Gefahr für eure Daseinsebene ist nicht abgeflaut. Wenn ihr gewillt seid, können wir einander immer noch helfen. Was soll ich für euch tun? Bevor wir den Portalschlüssel nutzen können, müssen wir unsere eigenen Vorbereitungen abschließen. Danach können wir den Stützpunkt des Kults im Reich des Vergessens finden und seinen Plänen für den Kataklysten auf den Grund gehen. Ihr müsst die Wurzel einer Würdunstpflanze und eine Tinktur der Verwirrung beschaffen. Warum brauchen wir Wurzeln und eine Tinktur? Das Relikt öffnet ein Portal ins Reich des Vergessens. Wahrscheinlich die Totenländer. Trotzdem können wir nicht einfach reinspazieren und erwarten, dass sie uns ihre Pläne enthüllen. Ich werde diese Gegenstände einsetzen, um einen Trank zu erschaffen, der sie verwirren sollte. So werdet ihr wie die Leiche aussehen, die hier herumliegt. In Ordnung. Ich werde die Würdunstwurzel und die Tinktur der Verwirrung für euch finden. Würdunstpflanzen wachsen in der Nähe, im Südosten, in den Höhlen des Guschnick-Barlagers. Was die Tinktur der Verwirrung angeht, glaube ich, dass die Alchemistin Aurien im Außenposten südlich von Dornbruch welche haben könnte. Kehrt hierher zurück, sobald ihr beides besorgt habt. Dieser Trank, den ihr herstellen wollt, lässt mich genau wie der tote Kultist aussehen? Nein, er wird euch wie der tote Kultist aussehen lassen, als er noch lebte. Das ist zumindest die Idee dahinter. Ich bin keine Alchemistin, doch ich glaube, ich bekomme das hin. Sterbliches Fleisch ist so viel formbarer, als ihr euch vorstellen könnt. Erzählt mir mehr über die Würdunstwurzel. Der Würdunst ist eine kaum bekannte Pflanze, die zahlreiche Anwendungsgebiete in der Alchemie hat. Für unsere Zwecke werden die Wurzeln ausreichen, denn dort sammeln sich all die Verwirrung auslösenden Eigenschaften. Das wird helfen, den Verstand all jener zu benebeln, denen ihr begegnet. Was ist eine Tinktur der Verwirrung? Betrachtet ihn als Verbesserung für den Trank, den ich erschaffe. Ein Stärkungsmittel, wenn ihr so wollt. Es sorgt für eine notwendige Schicht an Verwirrung, die eure Verkleidung glaubwürdiger machen wird. Und woher bekomme ich diese Tinktur? Eine Alchemistin, die ich kenne, hat einen Vorrat. Aurien. Ihr findet sie beim Außenposten südlich von Dornbruch. Sagt ihr, dass die Tinktur für mich ist, und gebt ihr etwas von diesem gelben Gestein, das ihr Sterbliche so sehr mögt. Danach kehrt ihr zu mir zurück. Ach so, sie meint Gold. Ich dachte gerade gelbes Gestein. Frischt mein Gedächtnis auf, warum der Portalschlüssel so wichtig ist. Als ich erfuhr, dass der Kult das Relikt suchte, beschaffte ich es mir zuerst. Anschließend hat er es gestohlen und ich habe mir eure Hilfe gesichert, um es zu bergen. Während dieser Eskapade haben wir erfahren, dass das Relikt ein Portalschlüssel zu einem Stützpunkt der erwachenden Flamme im Reich des Vergessens ist. Und warum ist es wichtig, dass wir uns in diesen Stützpunkt schleichen? Mein Interesse an dieser Sache gründet sich auf Neugier. Ich will mehr über dieses seltsame Kataklystengerät und seinen schlussendlichen Zweck erfahren. Ihr, vermute ich, wollt den Kult davon abhalten, die Katastrophen von Merunes Dagon über das Reich der Sterblichen zu entfesseln. Und ihr meint, wir können das schaffen, indem wir uns in ihren Stützpunkt schleichen? Nein, aber wir kommen beide unserem Ziel näher. Wir wissen, dass eine Kultistenanführerin namens Schwester Seldina erwartet, dass unsere toten Kultisten ihr den Portalschlüssel bringen. Und wir wissen, dass sie vorhat, den Kataklysten zu testen. Wir müssen dabei sein, um diesen Test mitzuerleben. Nun gut, dann, da ist noch was zu lesen. Brief der erwachenden Flamme. Ja, das ist jetzt wieder ein neuer. Verwüster Rullen, eure Mission ist unverzichtbar. Ihr dürft nicht scheitern. Alle Pläne des Ordens und die von Merunes Dagon versprochenen Belohnungen hängen vom höchsten Erfolg eurer Gruppen ab. Die Dremora namens Lyrant ist in den Besitz eines Gegenstandes aus der Rotblütenbastion gelangt. Ihr müsst sie finden. Verfolgt ihre Spur zu ihren Unterschlupf, das sie zweifelsohne hier irgendwo in Tamriel unterhalten muss. Und beschafft den Gegenstand wieder für den Orden.
Die verzauberte Klinge wird dafür sorgen, dass sie sich nicht einmischen kann. Doch wer immer sie führt, sollte rasch zuschlagen. Eine zweite Chance gewährt Lyranz sicher nicht. Sobald ihr den Gegenstand bei euch habt, kehrt ihr nach Grünschatten dahin zurück, wo das Dunkel kriecht. Ich werde ungeduldig auf eure Ankunft warten. Unheilsbringer Rizaren. Ach, das ist, glaube ich, der Brief, um den es tatsächlich ging, direkt von Anfang an. Ja, dann würde ich sagen, besorgt die Wurzeln, das Lager. Das ist hier unten in Grünschatten. Ich bin gerade nicht sicher, wo wir überhaupt sind, weil ich bin hier nur durch Portale durchgegangen. Ich würde sagen, dass ich mich dann erstmal dahin aufmache und dass wir uns dann gleich am Zielort wiedersehen. Bis gleich. So, wir sind in der Nähe der Wurzel, glaube ich. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie wir denn... Das ist nicht hier drin, oder? Das ist irgendwo... Ist doch da drin? Die Tinktur ist bereit, aber seid ihr sicher, dass ihr dieser Frau helfen wollt? Diese Frau ist sehr mächtig. Ich habe meine Gespräche mit ihr genossen. Wie hat sie sich genannt? Prophetin? Okay. Willkommen in unserem winzigen Außenposten. Falls ihr Interesse an alchemistischen Gebräuen habt, müsst ihr mit Aurien sprechen. Ich bin nur ihr Gehilfe. Was bringt euch denn in unseren kleinen Außenposten, Reisende? Falls ihr nach etwas Bestimmtem sucht, muss ich euch warnen, dass meine alchemistischen Vorräte derzeit streng begrenzt sind. Mir wurde gesagt, ihr hättet vielleicht eine Tinktur der Verwirrung zu verkaufen. Ah, ihr seid wohl auch eine Anhängerin der Grauensherrin. Ich hatte schon ein paar angenehme Gespräche mit ihrer Prophetin Rogatina. Und ich durfte sogar die Grauensherrin selbst treffen. Sie erwähnte, dass sie vielleicht eine solche Tinktur brauchen könnte. Also habe ich eine gebraut. Lyranz hat mich geschickt, um die Tinktur zu beschaffen. Ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber ich hatte gehofft, sie würde sie selbst abholen. Ich hatte mich so darauf gefreut, mich wieder in ihrer glorreichen Präsenz sonnen zu können. Ach, naja, vielleicht beim nächsten Mal. Bitte sehr. Und macht euch keine Gedanken um den Preis. Es ist ein Geschenk für die Grauensherrin. Vielen Dank. Ich vermute mal, dass die auch schon so einen Trank der Verwirrung abbekommen hat. So, dann mache ich mich auf zum nächsten Punkt und da sehen wir uns dann gleich wieder. Also ich vermute, dass wir hier Durchgang zum Lager der Waldorks, dass wir den nutzen müssen. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, und da müsste das hier vorne gleich kommen. Ich habe jetzt leider meine Verkleidung nicht mehr dabei. Wir waren ja schon mal hier, als wir gequestet haben. So. Hier ist was. Sehr schön, dann können wir direkt wieder zurück. Und ich habe natürlich, das hatte ich vergessen zu sagen, ich bin natürlich im Unterschlupf hier gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt zur Hauptstadt von Grünstadt, Grünschatten wieder zurück. Und da in den Unterschlupf rein. Die heißt übrigens Mabruk, nur so am Rande. So, wir müssen erstmal hier hoch und dann ja, von hier aus jetzt gleich nach links, aber eigentlich nach rechts rum hier. Zack. Und hier hinten. Es sei denn natürlich, der Rand ist nicht mehr da. Das wäre dann doof. Aber da hier der Pfeil ist... Genau zur rechten Zeit, kleine Sterbliche. Gib die Wurzel und die Tinktur in den Kessel. Die Wurzel, die ihr gefunden habt, war ein Prachtexemplar. Und die Tinktur bietet genau das richtige Maß an Ablenkung.
Die Wirkung des Tranks sollte perfekt sein. Ich gehe davon aus, dass mehr hinter eurem Plan steckt als nur ein Verkleidungstrank, oder? Natürlich. Räder in Rädern und so. Nachdem ihr den Trank getrunken und euch als Kultist der erwachenden Flamme verkleidet habt, tue ich so, als wäre ich eure Gefangene. Ihr bringt nicht nur den Portalschlüssel zurück, sondern ihr bringt auch ein Geschenk mit. Mich. Frischt mein Gedächtnis auf. Oh, wie ich diesen Satz hasse. Wen verkörpere ich noch gleich? Den toten Kultisten aus der Höhle. Verwüster Rullen, den Wurm, der den feigen Angriff auf meinen Unterschlupf anführte. Er hatte das Glück, durch meine Hand zu sterben, bevor sein Kamerad mich mit dieser verdammten Klinge kampfunfähig machen konnte. Ihr werdet euch als dieser Kultist ausgeben und ich tue so, als wäre ich eure Gefangene. Was werdet ihr mit dem Portalschlüssel machen? In Schwester Seldinas Brief stand, wie man die Abschnitte des Portalschlüssels einstellt. Ich werde dies entsprechend tun und ein Tor in jenes Reich öffnen, das der Kult als Stützpunkt nutzt. Ihr trinkt aus dem Kessel und tretet hindurch. Dann beginnt unsere Scharade. Nun gut. Ich kann nur nicht draus trinken. Ah, jetzt, doch. Die Verkleidung ist perfekt. Ja, Herrin, finde ich auch. Jetzt werde ich den Portalschlüssel aktivieren. Na bitte, tretet hindurch und spielt eure Rolle. Ich werde das Gleiche tun. Auf jeden Fall ist das hier nicht Nirn. Sehen wir uns um. Aber es leuchtet zumindest schön. Allerdings nach, was hatte sie gesagt? Kalthafen? Totenländer? Ich weiß nicht mehr, was sie jetzt erwartet hatte. Gut, Totenländer doch. Das ist Ferngrab. Interessant. Wir müssen die Dagonisten finden und herausfinden, was sie hier treiben. Diese obskure Ecke im Reich des Vergessens ist nur als Ferngrab bekannt. Ich hatte gewiss nicht erwartet, dass uns der Portalschlüssel hierher führt. Ferngrab? Ich habe noch nie von diesem Ort gehört. Ich war auch nicht davon ausgegangen, dass ihr das habt. Seine Bewohner legen Wert auf ihre Privatsphäre. Es ist ein Reich ohne Fürsten, das ein gewisses Maß an Freiheit bietet. Und es ist eine Art Kreuzweg. Ein Zwischenhalt zwischen Nirn und dem Rest des Vergessens. Ein Zwischenhalt? Sobald man es erst einmal nach Ferngrab geschafft hat, ist es leichter, sich auf den Wegen durch das Reich des Vergessens zu orientieren. Man findet hier Dädra und Sterbliche, die Handel zwischen den Ebenen treiben. Ich verstehe langsam, warum die erwachende Flamme hier ihren Stützpunkt hat. Was meint ihr? Ohne Fürsten gelten die Abkommen nicht, die es sonst schwerer für andere Reiche machen, eine Verbindung zu Nirn aufzubauen. Sobald sie weiß, wie das geht, kann die erwachende Flamme sich mit Relikten wie dem Portalschlüssel frei nach Ferngrab begeben und von dort aus sowohl Nirn als auch die Totenländer erreichen. Warum meint ihr, dass sie einen leichten Zugang zu den beiden Reichen wollen? Nur aus Gründen, die euch Albträume bereiten würden, kleine Sterbliche. Nun findet die Kultisten, damit ihr eure Gefangene präsentieren könnt. Danach bringen wir so viel über die Pläne des Kults und den wahren Zweck des Kataklysten in Erfahrung, wie wir können. Nun gut. Ich hätte aber vorher mal fragen sollen, wie lange diese Verwandlung anhält. Nicht, dass es wie bei Harry Potter ist. Genau im falschen Moment werden wir wieder zurückverwandelt. Verwüster Rullen, seid ihr es? Wir fürchteten, die Dremora hätte euch getötet. Wer ist das bei euch? Die Dremora. Ist das die Dremora, Lyrant? Ich bin beeindruckt, Verwüster. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass eure Mission derart beachtliche Erfolge erzielen würde. Ich gehe davon aus, dass der Orden ein Geschenk von solcher Großzügigkeit zu schätzen weiß. In der Tat. Und der Ferngrab-Kataklyst könnte eine neue dädrische Wesenheit brauchen. Natürlich für den nächsten Test. Ihr dürft sie Schwester Seldina persönlich präsentieren. Wo finde ich Schwester Keldina? Gleich hinter dieser Tür.
Ich bin mir sicher, Schwester Seldina wird alles über eure Mission hören wollen. Und wir haben bislang noch nicht versucht, den Kataklysten bei einer Daedra von Lyrans Kaliber anzuwenden. Ich vermute, dass die Ergebnisse recht lehrreich sein werden. Nun gut. Hallo. Der Sterbliche kehrt also von seiner Mission zurück. Und mit einer Gefangenen. Wie unerwartet. Und ich hatte angenommen, Lyrant hätte mehr zu bieten. Ich hätte nie zugelassen, dass jemand wie ihr mich gefangen nimmt. Nun gut. Nokfros will sie vor dem nächsten Test vielleicht befragen. Nokfros? Ist er jemand Wichtiges? Bringt Schwester Seldina denn ihren Verwüstern nichts Wichtiges mehr bei? Valkynas Nokfros ist ein Günstling von Fürst Dagon. Er wurde hergeschickt, um sicherzustellen, dass Seldina das Vorhaben mit dem Kataklysten nicht vermasselt. Solche Unternehmungen sind zu wichtig, um sie ganz in sterbliche Hände zu geben. Ich dachte, dass Schwester Seldina das Sagen hätte. Ihr seid sterblich. Aber müsst ihr denn auch so einfältig sein? Schwester Seldina hat ihren Platz. Und sie wird ihn behalten, solange sie sich als würdig erweist. Sobald sie keinen sinnvollen Zweck mehr erfüllt, wird Nokfros handeln. Bis dahin seid ihr lieber vorsichtig, Verwüster. Ach ja, ich verstehe immer noch nicht, warum die, als hier dieses DLC rauskam, nicht die Gunst der Stunde genutzt haben. Im Schreckenskeller sollte euer Ferngrab-Kataklyst besser die Erwartungen erfüllen, Seldina. Das Gerät wird seinen Zweck erfüllen, Nokfros. Ah, da kommt der Verwüster. Warum sie nicht die Gunst der Stunde genutzt haben und anstatt, ich glaube, damals kam dann Necrom kurz danach raus. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber da haben sie dann auf jeden Fall einen anderen Char wieder rausgebracht. Alle haben nach Dremora geschrien und Zenimax sagte, alle wollen Dremora. Ja, wir liefern euch was anderes. Ja, so leicht kann es gehen. Verwüster, ihr ehrt mich. Wie kann ein bescheidener Akolyt euch dienen? Ich bin gerade erst zurückgekehrt, Akolyt. Was geschieht hier im Stützpunkt? Die Kataklysten-Initiative kommt gut voran. Schwester Seldina nimmt weiterhin Anpassungen und Verbesserungen an jeder Fassung des Geräts vor. Soweit ich weiß, werden wir bald eine neue Vorführung erleben. Ich kann es kaum erwarten, endlich zu sehen, ob es wie vorgesehen klappt. Irgendwie triggert mich das Ganze hier so ein bisschen, dass der hier bauchfrei rumläuft, weil das sieht so komisch aus. Wisst ihr, was der Katalyst bewirkt, Akolyt? Ist das eine Art Test, Verwüster? Der Kataklyst ist unser bedeutendstes Werk, unsere Rolle im großen Ziel des Ordens der Erwachenden Flamme. Wir werden das Gerät einsetzen, um Daedra mit der Macht lebendiger Katastrophen zu segnen und sie dann wieder Nirn zu entfesseln. Was für eine Verbindung hat der Kataklyst zu unseren Versuchen, die vier Ambitionen zu finden? Die Ambitionen? Eine andere Sekte innerhalb des Ordens kümmert sich darum. Unsere Mission ist es, die Kataklysten zu perfektionieren und Verkörperungen vorzubereiten, die wir wieder Nirn entfesseln können. Daedra, die mit der Energie lebendiger Katastrophen ermächtigt wurden. Die Zerstörung wird glorreich sein. Es muss eine Verbindung geben. Nun, soweit ich das verstanden habe, nutzen sowohl die Ambitionen als auch die Kataklysten dieselbe Magie und dieselben Rituale. Fürst Dagon verlässt sich nie auf nur einen Weg. Das sind nur zwei seiner Pläne, um Nirn zu erobern. Sobald der Kataklyst vervollkommnet ist, werden wir belohnt werden. Vielleicht haben sie auch einfach nur... Na, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil ich kenne das halt von Zenimax nur, dass sie zwei verschiedene... Die Männer sehen hier aber auch alle gleich aus, ne? Dass sie zwei verschiedene Varianten dann immer haben von den Kostümen. Verwüster Rullen, ihr seid zurückgekehrt. Und mit Beute, wie ich sehe. Beeindruckend.
Wir waren uns sicher, die Dremora habe euch und euren Trupp überwältigt. Ich bin fast froh zu erkennen, dass wir falsch gelegen haben. Da ich gerade erst zurückgekehrt bin, könntet ihr mich auf den neuesten Stand bringen, was hier im Stützpunkt los ist? Unsere Streitkräfte sind in Stellung. Bald wird Ferngrab der erwachenden Flamme gehören. Wir werden offen und ohne über unsere Schulter zu blicken handeln können. Und Schwester Seldina hat große Fortschritte bei der Verfeinerung des Kataklysten gemacht. Auch ohne Valkynas Nokvros. Ist Valkynas Nokvros nicht unser Verbündeter? Ein Verbündeter, ja. Ein Freund? Da bin ich mir nicht so sicher. Wie andere seiner Art glaubt er, er sei uns Sterblichen überlegen. Und er duldet es gerade so, dass Schwester Seldina die Leitung bei dieser Unternehmung hat. Manchmal denke ich, er würde uns am liebsten alle abschlachten. Was hat das alles mit den vier Ambitionen zu tun? Die Waffen, die die Langhauskaiser erschufen? Ich schätze, sie wurden mit derselben Technik erschaffen, die wir jetzt im Kataklysten verwenden. Doch unser Gerät ist deutlich überlegen. Während die Ambition vier sehr mächtige Waffen sein mögen, können wir gleich eine ganze Armee erschaffen. So, abgeschlossen. Verwüster Rollen, ich nehme an, die Klinge hat ihre Aufgabe erfüllt? Natürlich hat sie das. Wie sonst hättet ihr die Dremora Lyrant gefangen nehmen können? Sie ist uns schon viel zu lang ein Dorn im Auge. Gut gemacht. Doch was ist mit dem Portalschlüssel? Wart ihr in der Lage, ihn zu bergen? Der Portalschlüssel und Lyrant für euch, Schwester Seldina. Eine bemerkenswerte Leistung, Verwüster. Und ihr habt wohl auch noch Glück. Wir wollten gerade einen Test mit dem Ferngrab-Kataklysten durchführen und Nokvros versorgt uns nur zögerlich mit weiteren seiner kostbaren Daedra. Lyrant kommt wirklich sehr gelegen. Der Ferngrab-Katalyst wird bewundernswerte Arbeit leisten, da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ich höre da weder Skepsis noch Sarkasmus in eurer Stimme, Verwüster. Davon kriege ich schon genug von Nokvros. Trotz des Rückschlags im Schreckenskeller habe ich volles Vertrauen in das Gerät. Bald werden wir eine Armee von lebendigen Katastrophen über Nirren entfesseln. Was, wie, wo, im Schreckenskeller? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Lebendige Katastrophen? Hat euer Unheilsbringer euch denn gar nichts gesagt? Der Kataklyst verstärkt Daedra. Er verwandelt sie in Verkörperungen von Katastrophen. Erst übernehmen wir diese lächerliche Halbebene. Danach können wir über Ferngrabs Verbindungen zu Nirn unseren großen Sturmangriff beginnen. Ein würdiger Plan, Schwester Seldina. Würdig? Er ist brillant. Wächter, nehmt die Dremora und steckt sie in den Kataklysten. Verwüster, betretet die Kataklystenkammer, sobald ihr bereit seid. Dann kann die Vorführung beginnen. Ja, Lyrant, ich weiß bis heute noch nicht, warum du dich jetzt hier hast einschmuggeln lassen. Kommt, Verwüster Rollen. Für eure außerordentlichen Dienste für den Orden werdet ihr das Privileg haben, den Ferngrab-Kataklysten zu aktivieren. Berührt die Rune und werdet Zeuge der wandelnden Macht des Kataklysten. Fürst Dagons Segen wird Lyrant in eine lebendige Katastrophe verwandeln. Tut, was ihr tun müsst, Flo. Ich bin bereit. Ich habe genug erfahren. Ich befreie mich. Die Dremora hat den Kataklysten beschädigt. Herzog des Feuers, zerstört sie. Unterbrecht es! Wir müssen den Kataklysten bewahren! Ups. Kümmert euch um das Chaosblut. Ich öffne ein Portal nach Nirren. Ja, natürlich. Lächerliche Sterbliche. Ich muss hier mal ein bisschen umstellen. Ihr habt hier keine Macht. Ihr werdet für eure Dreistigkeit vernichtet. Ja, wieso auch nicht? Überraschend fähig für einen Sterblichen.
göttlichen Floh! Steckt eure Waffen weg! Die Schlacht ist gewonnen! Ja, ich fliehe ja schon. Ich versuche mich nur darauf zu konzentrieren, zu verstehen, was die Leute hier sagen. Oh, ihr versteht mich nun nicht mal mehr. Die Energie, die der Kataklyst abstrahlt, beeinträchtigt meine Magie. Wir müssen einen Ort finden, an dem ich ein Portal öffnen kann. Ja, das ist mir irgendwie schon aufgefallen. Obwohl, naja, eigentlich war es ja ein Trank, der mich verwandelt hat. Das war ja nicht ihre Magie. Natürlich stehen wir genug. Ich werde ein Portal öffnen, um diesen Ort zu verlassen. Schnell! Tretet durch das Portal, bevor mehr Kultisten eintreffen. Schnell war wohl nicht, Lyrant, ne? Wenn du so lange brauchst. Oh, Leute. Kann ich jetzt hier endlich mal drücken? Basti, mach doch einfach mal deinen Job. Und dann stehst du wieder vor mir, Basti, ne? Herren, ihr seid verletzt. Unsinn, das ist nur ein Kratzer. Weißt du, hier taucht gerade eine Dedra auf. Wir tauchen auf. Dedrisches Portal. Und die Katze hier im Hintergrund. Ach ja, wir sind hier im Unterschlupf, da passiert sowas täglich. Das habt ihr gut gemacht, kleine Sterbliche. Schwester Seldina und ihre Kultisten haben nicht das Geringste geahnt. Und wir kehren reicher zurück, als wir aufgebrochen sind. Reicher? Ihr wurdet durch den Katalysten fast in ein Monster verwandelt. Das wäre niemals geschehen. Meine Fesseln waren nur Illusionen. Und es war ein leichtes, mich zu befreien, sobald ihr den Kataklysten aktiviert hattet. Ich habe lange genug zugesehen, um die Funktionsweise der Maschine zu verstehen. Dann bin ich entkommen. Was haben wir erfahren? Wir haben erfahren, dass die Fraktion des Kults unter der Leitung von Schwester Seldina einen Stützpunkt in Ferngrab hat. Und dass sie vorhaben, diese obskure Ebene im Reich des Vergessens zu erobern, um sie als eine Art Ausgangspunkt für ihre hinterhältigen Pläne zu nutzen. Was habt ihr über den Katalysten erfahren? Die Macht, die durch das Gerät strömt, hat einen Hauch von Merunes Dagon in sich. Es scheint entworfen worden zu sein, um einen Dedra mit der Energie einer einzelnen Katastrophe zu erfüllen und ihn in eine Verkörperung selbiger zu verwandeln. Sie haben vor, diese Schrecken auf Nirn zu entfesseln. Habt ihr den Katalysten vernichtet? Vielleicht. Nokvros schien das zu glauben. Ich habe uns Zeit zum Nachdenken erkauft. Zum Planen. Schwester Seldina kann allerdings noch mehr von diesen Geräten bauen. Früher oder später. Aber habt ihr das gesehen? Nokvros verabscheut Seldina. Vielleicht können wir das später nutzen. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr Interesse an all dem habt. Und das müsst ihr auch nicht. Ihr sollt nur wissen, dass der Kult plant, eure Welt zu verwüsten. Jetzt muss ich nachdenken. Das Gerät, es kann Dedra verändern. Ich muss nach Ferngrab zurückkehren. Ich werde euch rufen, sobald ich mehr erfahre. Bis dahin habt ihr meinen Dank. Ja, und wir erhalten ja als große Verzierung die Grab-Eleganz-Maske. So viele Ansatzpunkte, die es zu bedenken gilt. Schwester Seldina und die erwachende Flamme, die Kataklysten, Valkynas Nokvros und Merunes Dagons Rolle in all dem. Ich werde nach Ferngrab reisen und sehen, was ich sonst noch herausfinden kann. Ich rufe nach euch, wenn ich euch brauche, kleine Sterbliche. Kennt ihr Valkyans... Boah, Nokvros? Nein, ich habe ihn noch nie getroffen. Doch ich habe von ihm gehört.
einer von Dagons wildesten Generälen. Ein Soldat mit dem dauerhaften Ziel, seinen Hunger nach Zerstörung zu befriedigen. Offenbar wurde ihm befohlen, mit Schwester Syldina zusammenzuarbeiten. Und ich glaube nicht, dass ihm das gefällt. Wie war es, als der Kataklyst aktiviert wurde? Als ob man im Auge eines Sturms steht. Ein Ansturm von wütenden Feuersbrünsten, vernichtenden Erdbeben und apokalyptischen Fluten. Die Energie hätte mich verwandelt, wenn ich nicht gehandelt hätte. Ich konnte ein Versprechen von Macht spüren und das seltsame Gefühl, mich zu verwandeln. Warum müsst ihr nach Ferngrab zurückkehren? Weil Schwester Syldina dort ist. Der Kult hat ehrgeizige Pläne für die Halbebene. Wir haben diese Pläne hinausgezögert, aber aufgehalten haben wir sie nicht. Ich werde herausfinden, was ich kann und dann nach euch schicken, falls ihr immer noch eure Welt retten wollt. Ja, und natürlich wollen wir das. Aber mit dieser Folge ist dann auch der Prolog abgeschlossen. Das war noch zu Zeiten, wo man noch nicht ganz so lange Folgen hatte. Wobei es sind ja jetzt mittlerweile auch 2 Folgen draus geworden. Also ich werde das in 2 Teile schneiden. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit der Hauptquest in den Totenländern, also sprich in Ferngrab, beginnen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.